Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Axel Merseburger. Ich leite die Klinik für Urologie hier am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Uni Lübeck, am Campus Lübeck und habe Ihnen heute zum Thema Männervorsorge was mitgebracht. Es geht um die Prostata. Da kann ja einerseits die Prostata zu groß werden und Probleme beim Wasserlassen machen, andererseits auch Krebs entstehen. Und dann gibt es den Wert, den viele von Ihnen sicherlich gehört haben, gerade jetzt viel in den Medien wieder, den PSA-Wert, prostataspezifisches Antigen. Und zu diesem Themenkomplex habe ich Ihnen Gedanken mitgebracht, ein paar Dias und Bilder mitgebracht, um Sie auf Fragen zu beantworten, Sie vorzubereiten auf mögliche Arztbesuche. Wo liegt überhaupt die Prostata? Und Sie sehen an diesem Dia die Blase, die in diesen drei Stadien unterschiedlich voll ist, das Gelbe der Urin. Und unten sehen Sie auf der linken Seite ein Bild eines normalen unteren Harntraktes, also die Harnblase, darunter die Vorsteherdrüse, die Prostatadrüse, die im Alter zwischen 20 und 40 meist kastaniengroß ist. Und dann hormonell bedingt irgendwann größer wird, meistens Mitte 40, Anfang 50 und dann durchaus auch faustgroß oder noch größer werden kann. In der Mitte sehen Sie eine durch das Rote eine entzündete Prostata und auf der rechten Seite die sogenannte BPH, benigne Prostatavergrößerung, eine Vergrößerung. Und Sie sehen, das ist ähnlich, oder Patienten vergleichen das auch häufig mit so einem Korken unten. Der Urin kann nicht mehr richtig durchfließen, staut sich in der Blase. Man hat das Gefühl, man muss immer wieder auf Toilette, man sucht die Toilette, man muss nachts aufstehen, zwei, dreimal, was dann zu Schlafstörungen führt. Und das ist der Symptomkomplex, der dahinter stecken kann. Ein Grund kann eine vergrößerte und enge Prostata sein, sodass der Urin nicht mehr den normalen Weg unbehindert abfließen kann. Was macht die Prostata? Wofür ist die da? Dieses überlebenswichtige Organ. Es ist im Prinzip mit für die Fortpflanzung zuständig. In der Prostata wird das Samenblasen- und Prostatasekret gespeicert. Das macht 80% des Spermas aus. Es beinhaltet auch proteolytische Enzyme. Das ist der Grund, weshalb Sperma, wenn es frisch nach dem Samenerguss zu beobachten ist, halt so galertartig ist. Wenn man das Sperma liegen lassen würde, 10, 15 Minuten, dann lösen sich diese Enzyme aus und das Sperma verflüssigt sich. Und das ist wichtig, bei der Fortpflanzung, dass das Sperma am Muttermund an der Portio kleben bleibt und dann auch die Spermien letztendlich zu einer Eizellbefruchtung führen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das so ist. Zusätzlich sind noch Fructose, also Fruchtzucker im Sperma, Zink, also Elektrolyte und Phosphatasen einfach, um das Sperma zu ernähren. Was ist die gutartige Prostatahyperplasie? Das ist erstmal keine Erkrankung. Eine Hyperplasie heißt im Prinzip Vergrößerung. Es ist eine histologische Diagnose, das, was der Pathologe uns sagt. Das ist genauso eine Hypertrophie vom Bizeps. Es ist einfach kein kranker Bizeps, kein kranker Muskel, sondern einfach ein groß gewordener Muskel. Bei der Prostata kommt das durch eine Hormonveränderung zustande, eine Drüsenvergrößerung, wie gesagt, meist nach dem 50. Lebensjahr. Und es ist der häufigste gutartige Tumor des Mannes. Tumor hört sich ja immer erstmal schlimm an, aber das heißt nicht bösartig. Das ist ganz wichtig für Sie, dass wenn ein Arzt sagt Tumor, heißt das nicht gleich Krebs. Tumor heißt aus dem Lateinischen nur Schwellung. Und das kriegen Sie auch, wenn Sie sich am Arm stoßen, dann kriegen Sie eine Schwellung und haben per medizinischer Definition einen Tumor. Deshalb finde ich das manchmal nicht ganz so glücklich und nutze diesen Ausdruck Tumor eher nicht oder wirklich dann nur, wenn Krebs vorliegt, weil es viele Patienten unter Ihnen oder auch Angehörige dann verunsichert. Die gutartige Vergrößerung der Vorsteherdrüse ist eine Volkserkrankung. Jeder fünfte Mann muss an der Prostata behandelt werden im Laufe seines Lebens und fast jeder Mann, der über 50 ist, wird Veränderungen beim Wasserlassen merken. Sie sehen hier nochmal in den drei Schaubildern von der linken Seite angefangen nochmal die vergrößerte Prostata und die normale Prostata. Das heißt aber nicht automatisch, wenn eine Prostata groß ist, dass man nicht Wasser lassen kann.
Das kann auch sein, dass die Prostata nur kastaniengroß ist, 30 Gramm von der Größe oder Kubikzentimeter, und man trotzdem massive Beschwerden hat beim Wasserlassen. Dann wiederum gibt es ganz, ganz große Drüsen, wo der betroffene Mann überhaupt keine Probleme hat. Also das ist wichtig, nicht nur auf die Größe, aber es gibt schon einen Zusammenhang mit Prostatavergrößerung und der Problematik beim Miktionieren, beim Wasserlassen. In der Mitte sehen Sie so ein Bild, da ist im Enddarm der Finger drin, also eine sogenannte Tastuntersuchung mit dem Finger, digitorektale Untersuchung. Das, was nicht nur vom Urologen durchgeführt wird, sondern auch vom Hausarzt, Allgemeinmediziner, Chirurgen, um einfach den Enddarmbereich abzutasten. Man kann dadurch Tumore oder Krebs im Enddarm tasten, man kann Hämorrhoiden tasten, aber natürlich auch, und wie Sie sehen, die Vorsteherdrüse, die Prostata. Einen großen Teil der Prostatadrüse, der zum Enddarm gewandt ist, lässt sich damit gut abtasten. Und dann kann man, und Sie werden lachen, aber wir sagen den Studierenden an der Uni immer so ein Beispiel, Sie kennen das vom Steakessen. Das ist eine ganz normale Prostata, wenn man da drauf drückt, eines jungen 20-jährigen Mannes, eines Studenten. Wenn Sie die Finger zusammen machen, da wird er schon 30, machen Sie das, wäre das die Prostata bei mir mit Mitte 40. Und wenn man so weitergeht, irgendwann ist es die gutartige Prostatavergrößerung. Und wenn Sie oben auf dem Knöchel tasten, so fühlt sich Krebs an. Und das ist so eine Eselsbrücke, oder das kann ein Krebsverdacht sein, also steinharte Veränderungen in der Drüse, die man durch den Enddarm tastet, wie auf dem mittleren und rechten Bild zu sehen. So funktioniert die Tastuntersuchung. Und das geht ganz schnell, meist unter einer Minute. Und das ist wichtig und gehört zur urologischen Vorsorge und wird auch von den Kassen übernommen, beziehungsweise ist eine der Vorsorgeuntersuchungen, die von der Fachgesellschaft empfohlen wird. Jetzt noch kurz nochmal zur Vergrößerung der Prostata. Wenn die groß ist, können diese Veränderungen auftreten von Schmerzen beim Wasserlassen. Das sind hier die Fachbegriffe, nächtlichem Wasserlassen, der sogenannten Nykturie, aber auch das Nachträufeln, dass manche Männer sagen, kommen zur Konsultation und berichten, mir geht immer die Hälfte irgendwie in die Hose oder es träufelt ewig nach oder man hat eine Verlängerung und steht ewig, das darüber, wo man ja diese Witzchen kennt, steht da ewig da an der Toilette und es passiert nichts. Also das können alles Hinweise sein, dass eine gutartige oder auch bösartige Prostataerkrankung vorliegt. Wenn man da nichts macht, wenn man das einfach ignoriert, was hat das für Konsequenzen? Deshalb nochmal mein Hinweis, nutzen Sie die Vorsorgeuntersuchung. Und das ist ja nicht nur Krebsvorsorge, das sind auch, so wir sagen das immer, ein Männer-Check-up Richtung Prostata, wo wir sagen, wir gucken uns auch die Größe an, schauen, wie viel Urin bleibt noch in der Blase, um dann zu entscheiden, macht es Sinn, eine Therapie einzuleiten, macht es Sinn, da was zu beraten. Weil es kann schon sein, wenn man da gar nichts macht, und das sehen Sie hier auf der linken Seite ein Bild von einem Blasenstein. Es können Steine entstehen. Sie können sich vorstellen, Sie haben so einen fließenden Bergbach, das ist ein funktionierender Harntrakt, der Urin fließt gut ab. Wenn Sie ein stehendes Gewässer haben, ein Tümpel, dann modert das Wasser vor sich hin. Und genauso ist es mit dem Urin. Der Urin sollte physiologischerweise, natürlicherweise regelmäßig entleert werden. Alle zwei, drei Stunden, wenn die Blase 300, 400 Milliliter Füllungsvolumen hat. Wenn das nicht passiert, wenn das alles stockt, dann kann das, wie gesagt, Harnwegsinfekte geben, Blasensteine, Aussackungen der Blase, Restharnbildung und das nächtliche Wasserlassen. Und das ist eins der Hauptprobleme, dass die zum Teil ja älteren Männer dann nachts auf Toilette gehen und gerade so in der dunklen Jahreszeit dann stürzen und dann sich die Hüfte brechen und dann dadurch immense Komplikationen haben, nur letztendlich aufgrund dieser Vorsteherdrüse. Das heißt, für uns ist wichtig als Ärzte eine Anamnese, eine Befragung durchzuführen. Wie ist das? Haben Sie Harninkontinenz? Was macht der Stuhlgang? Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Was für Medikamente werden eingenommen? Wie ist das Trinkverhalten? Wenn man den ganzen Tag nichts trinkt und abends drei Weizenbier, dann hat man natürlich nächtliches Wasserlassen. Und das liegt nicht an der Prostata, sondern am Verhalten. Und da können wir helfen, auch die Stoffwechselerkrankungen manchmal erkennen, wenn man einen einfachen Urintest macht. Und natürlich auch die sexuelle Funktion ist wichtig. Da können wir Urologen oder Urologinnen jeweils weiterhelfen und auch viele andere Erkrankungen entdecken, die man sonst vielleicht erst später entdeckt hätte.
Und das ist sehr viel Information, medizinische Information, aber mal für Sie so ein Algorithmus, so ein Ablauf, auf was wir achten, die ganzen unterschiedlichen Erkrankungen, die im Harntrakt, im unteren Harntrakt auftreten können. Und ein einziges davon ist Prostatatumor und Prostatakarzinom. Das können viele andere Erkrankungen sein, die hinter Symptomen des Harntraktes, des unteren Harntraktes liegen. Deshalb sinnvoll, und jetzt kommen wir zum Thema PSA und auch Prostatakrebs, sinnvoll ist wirklich eine Früherkennung zu machen oder eine Vorsorgeuntersuchung. Und da gibt es von unseren Leitlinien klare Empfehlungen. Das ist die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Und da sieht man ganz klar, ab 45 sollte man darüber aufklären, eine Früherkennung daran zu denken. Die Männer sollten fit sein, also mindestens noch 10 Jahre leben. Das ist sicherlich nichts für einen Mann, der jetzt schon 3 Herzinfarkte mit Anfang 40 hatte und Stents und Schlaganfall. Da kann man Prostatakrebs vermutlich vernachlässigen. Aber bei sonst fitten 45-Jährigen lieber dann den PSA-Test messen, als erst mit Mitte 70 daran denken. Man sollte aber, und das ist nochmal wichtig, über die Vor- und Nachteile aufklären. Und da gibt es ja viel auch in der Laienliteratur und in der Presse. Achtung, PSA-Test macht nur Ihren Urologen reich, hilft gar nichts, verlängert nicht das Überleben. Also das ist wichtig. Das, und da haben wir Urologen auch viel gelernt in den letzten Jahren, dass der PSA-Test ganz, ich sage mal so maßgeschneidert, dem Patienten empfohlen wird. Mit 20 macht es überhaupt keinen Sinn, mit 85 vermutlich auch nicht mehr, nur in Einzelfällen. Aber denken Sie dran, Mitte 40 da mal lieber einen Test zu machen. Was ist das PSA? Das ist prostataspezifisches Antigen. Das verhindert, dass die Spermien verkleben. Das ist nicht tumorspezifisch. Also es ist kein Krebsmarker, sondern organspezifisch. Und eine Erhöhung kann vorliegen, wenn die Drüse groß ist. Es gibt ja so diesen Graubereich, dass wenn der Wert über 4 ist, das haben Sie sicherlich schon gelesen oder von Ihrem Urologen gehört, der kann auch bei 6 liegen und es ist kein Krebs vorliegend, wenn die Drüse einfach sehr groß ist. Oder bei akuter Entzündung oder bei, wie gesagt, auch einer Krebserkrankung. Ich habe Ihnen hier mal so ein Quiz mitgebracht, auch wenn ich weiß, dass ich von Ihnen jetzt keine Antwort kriege über den Bildschirm. Aber gucken Sie mal, 51-Jähriger mit einem PSA von 3,8, unterhalb des, eigentlich noch im grünen Bereich. 87-Jähriger mit einem PSA von 129 oder ein 38-Jähriger mit einem PSA von 300. Sie kriegen jetzt keinen Telefonjoker und auch nicht die 50-50-Chance. Ich sage Ihnen das einfach. Also in diesem Fall hatte der 51-Jährige, also Antwort A wäre richtig gewesen, Prostatakrebs. Der 87-Jährige und der 38-Jährige hatten, einer hatte eine chronische Entzündung und der 38-Jährige eine akute Entzündung der Prostata. Dadurch kann der Wert richtig hochschießen, ohne dass ein Krebs vorliegt. Deshalb, Sie brauchen nicht nur den Wert, Sie brauchen auch den Facharzt, die Fachärztin, die das Ganze versteht und auch so einschätzen kann. Natürlich brauchen wir Sie als Patienten, um zu sehen, der 38-Jährige hatte Schmerzen in der Prostata, das erklärte die Entzündung. Also insofern die Zusammenfassung, ein Krebs kann auch bei jedem PSA-Wert vorliegen. Wir haben betroffene Männer, die ein PSA unter 1 haben mit einer gestreuten Krebserkrankung, Prostatakrebserkrankung. Also das gibt es auch. Es gibt sogenannte PSA-negative Tumore. Deshalb nochmal zu diesem Wert. Wenn Sie da einen Wert kriegen, besprechen Sie den in aller Ruhe mit Ihrem behandelnden Therapeuten, mit Ihrem behandelnden Arzt, weil es kann eine Entzündung hinterliegen, es kann die Größe damit zusammenhängen, warum der erhöht ist. Und es kann auch ein Krebs vorliegen, auch wenn der PSA-Wert im grünen Bereich ist. Das heißt, die Kombination aus allem, die Tastuntersuchung auf der einen Seite, den PSA-Test, die Klinik, die Befragung, die macht es so wichtig oder macht es uns leichter, dann zu bewerten, was könnte in der Detektivarbeit die eigentliche Diagnose sein. Das heißt, hier nochmal das Quiz mit der Auflösung A wäre richtig gewesen. Und das ist unser Job als Ärzte, da Detektivarbeit zu leisten, um sie dann auch richtig zu behandeln vor dem Hintergrund der Anamnese, also der Befragung, wo man schon ganz, ganz viel rauskriegt und dann der Untersuchung und irgendwann dann auch den Tests wie PSA-Test
und Ultraschalluntersuchung oder Kernspinnuntersuchung, wo ich gleich noch zukomme. Aber das ist, die Reihenfolge sollte eingehalten werden und nicht umgekehrt, erstmal MRT machen und dann befragen. Also das macht insofern keinen Sinn. Und hier nochmal die Zusammenfassung zum PSA-Wert. Zwischen 4 und 10, so ein gelber Bereich, wo man aufpassen sollte. Über 10 wird es schon Richtung Rot in einem Ampelsystem, wo man sagt, in vielen Fällen 50% Liektenkrebs. Wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen dieser Regel. Wenn Sie eine 250 Gramm große Drüse haben, und das gibt es, dann kann der Wert auch bei 15 sein, ohne dass ein Prostatakrebs vorliegt. Und wir wissen auch, dass jeder fünfte betroffene Mann mit einem Prostatakrebs einen Wert unter 4 hat. Also dieser grüne Bereich muss nicht immer komplette Entwarnung heißen. Deshalb ist es so schwierig, diesen Wert zu interpretieren. Deshalb müssen wir auch überlegen, was machen wir jetzt mit dem PSA-Wert, beziehungsweise welchen Mann empfehlen wir im PSA-Wert? Sicherlich nicht dem Greis, den Sie hier auf dem Bild sehen. Es sei denn, er hat Knochenschmerzen, aber das macht keinen Sinn, Prostatakrebs-Vorsorge zu machen. Dieser Gentleman hat eine Lebenserwartung von unter 10 Jahren mit gefühlten Ende 80, Anfang 90. Hier wird, wenn er einen Prostatakrebs hat, der Herr mit Prostatakrebs sterben und nicht da dran. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auf der rechten Seite, da haben Sie den Ihnen bekannten Urologen, der sollte mal langsam seinen PSA messen lassen mit Mitte 40. Das macht schon sehr, sehr viel Sinn. Und der Herr, der vor ihm sitzt mit Anfang 60, da macht es auch Sinn, den PSA-Wert zu besprechen. Weil wir wissen weiterhin, auch wenn viel diskutiert wird über den Wert, Neuerkrankungsfälle Nummer 1 und zweithäufigste krebsbedingte Todesursache in Deutschland ist Prostatakrebs. Also das erlebe ich auch in meinen Sprechstunden in meiner Klinik mit dem Schwerpunkt auf Prostatakrebs und auch fortgeschrittene gestreute Prostatakrebserkrankungen. Das gibt es regelmäßig viel, viel häufiger als gestreuter Nierenkrebs oder Blasenkrebs, die wir ja auch in der Urologie behandeln. Und deshalb auch in meiner Appell nochmal die Empfehlung auch hier von dem letztjährigen Kongresspräsidenten, Herrn Professor Fornara. Ich habe den mal mitgebracht, weil er auch aus der Lübecker Klinik kommt, hier lange Jahre stellvertretender Klinikdirektor ist und jetzt Leiter der Universität in Halle, der nochmal sagt, die PSA-basierte Vorsorge reduziert die Prostatakrebssterblichkeit um 30%. Und hier nochmal unten, Sie sehen, zwischen 50 und 69 Jahren macht es Sinn. Und das ist für uns schwierig, wenn wir 75-jährige Männer sehen, die sagen, sollen wir nicht Vorsorge machen. Aber alle Daten, die wir haben, macht es in dieser Zeitspanne am meisten Sinn, das durchzuführen. Wir können ergänzend dann noch sowas machen. Und beziehungsweise in Kooperation mit unseren Kollegen der Radiologie werden Kernspinnuntersuchungen heutzutage durchgeführt, wo wir sehen können, und Sie sehen das an dem roten Pfeil, das sind Veränderungen, die für oder Verdacht schöpfen, dass da Prostatakrebs ist. Und den Bereich kann man dann ganz, ganz gezielt treffen. Und Sie sehen hier zwei Mitarbeiter meines Teams, die sich in der Vorplanung genau bestimmte Bereiche anschauen, wo man gezielt fusioniert mit einer Software den Ultraschallkopf zu dem Bereich leitet, wo der Krebsverdacht vorliegt, um dann im Idealfall einen Krebs auszuschließen. Aber auch wenn notwendig oder wenn Krebs vorliegt, den besser zu detektieren, als es mit der Stanze durch den Enddarm klassischerweise sonst gemacht wird. Und hier gibt es eine neue Diagnosemöglichkeit seit ein paar Jahren, die wir hier in Deutschland in vielen Kliniken mittlerweile anbieten, die MRT-Fusionsbiopsie, insbesondere zu empfehlen, wenn nach einer negativen normalen Stanzbiopsie nichts bei rausgekommen ist. Unsere europäische Leitlinie ist bereits so weit, dass sie sagen, man sollte vor jeder Stanze ein MRT machen und sogar überlegen, nicht gleich eine Fusionsbiopsie durchzuführen. Denn wir wollen die Tumore frühzeitig entdecken in dem Bereich bei betroffenen Männern, die fit sind, die jung sind, die was davon haben von der Therapie und nicht erst im späten Alter. Und Sie sehen hier die Inzidenzzahlen, also wie häufig tritt es auf. Das ist ein Tumor des älteren Mannes, aber wir haben auch Fälle und jeder Urologe hat es in der Praxis, jüngere Männer, auch unter 40-Jährige mit fortgeschrittenem Prostatakrebs. So sehen Krebszellen aus. Sie sehen, das ist ein Bild einer Prostatastanze und dass so in der Mitte
unter diesen weißen Zellen sieht man die Krebszellen und die Gefahr ist, dass diese Zellen woanders hinstreuen und dann wichtige, lebenswichtige Organe zerstören, wie die Nieren, die Lunge, die Leber und Lymphknoten, damit Gefäße abdrücken. Das ist die Gefahr bei jeder Krebserkrankung, dass halt lebenswichtige Organe dadurch gestört werden. Ich habe Ihnen jetzt mal ein Fallbeispiel mitgebracht. Ein 79 Jahre alter Patient, der kommt vom Urologen von außerhalb, hat einen hohen PSA-Wert. Man würde ja eigentlich sagen, gar keine Vorsorge, hätte man vielleicht mal nicht machen sollen. Jetzt haben wir nur eine positive Stanze. 10 von 12 Stanzen sind positiv, eine recht große Drüse. Ist sonst kerngesund, wie man so mit 79 kerngesund ist. Was machen wir da? Was machen wir mit dem? Unsere Leitlinie sagt, aktiv watchful waiting, also am besten gar nicht diagnostizieren erstmal, jetzt ist man nur so weit, weil dieser Patient vermutlich nie am Prostatakrebs gestorben wäre. Und trotzdem, jetzt die mutmaßliche Lebenserwartung von mehr als 10 Jahren, dann sollte man eine aktive Therapie machen. Das heißt, wir müssen den Patienten weiter untersuchen, wie fit ist er wirklich. Und hier ein Beispiel zur aktiven Überwachung. Man kann auch Tumore aktiv überwachen. Das würde jetzt für diesen Fall nicht so zutreffen. Aber wenn jetzt ein junger Patient nur einen ganz kleinen Befund hat, dann kann man auch sagen, man wartet, macht regelmäßige Kontrollen und keine Therapie, weil jede Therapie die Lebensqualität einschränkt, die Lebensqualität verändert. Und wir wissen, dass wenn man wartet und diese Voraussetzungen, die Sie hier oben sehen aus unserer Leitlinie der Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Also wenn das zutritt, der PSA unter 10, dieser Gleason-Wert, der Aggressivitätswert unter oder gleich 6, nur eine Seite befallen, nur 2 Stanzen maximal, dann kann man ein aktives Beobachten machen. Und da gibt es klare Regeln, die wir Urologen dann anwenden, wie oft man dann den PSA-Wert bestimmt, wie oft man nochmal eine Bildgebung macht. Da können wir Sie gerne beraten. Zurückkommen zu dem 79-Jährigen, der ja jetzt nicht von den Kriterien für eine aktive Überwachung in Frage kommen würde. Jetzt so ein bisschen erschreckend, aber ich habe im Rahmen eines Gutachtens damals mal mir so die Prognose anschauen müssen, wie lange lebt ein 79-Jähriger. Und wenn Sie sich das vom Statistischen Bundesamt mal anschauen, 70, 74 oder 79, die können durchaus noch über 10 Jahre leben. Und unten drunter die Zeilen 75 bis 79 können noch Männer, auch wenn sie erstmal das Alter erreicht haben, so lange leben. Und da kommt es drauf an, wie ist der Gesundheitszustand. Sie sehen in der Mitte die 80-Jährigen. Und wenn die fit sind, dieser Balken mit 10,8, haben sie eine mittlere Lebenserwartung mit 80 von 10 Jahren. Wenn man nicht fit ist, gerade einen Herzinfarkt gehabt hat, ist es eher die 3 Jahre auf der rechten Seite und alles andere zwischendrin. Und das ist dann wiederum die Kunst des Urologen zu überlegen, was macht man mit dem Mann? Was ist die beste Behandlung? Was ist die Therapieoption? Soll das eine Operation sein? Vielleicht doch eher die Bestrahlung. Und da haben wir Urologen auch wieder viel gelernt, dass nicht jeder Mann bis ins hohe Alter operiert werden muss, dass die Bestrahlung, und da haben wir ja hier in Lübeck auch die beiden Lehrstühle für Strahlentherapie, wo sich jeder Patient mit Prostatakrebs gerne eine zweite Meinung holen sollte, als Alternative zur Operation. Also lassen Sie sich beraten. Sie haben in ganz, ganz vielen Fällen genügend Zeit. Sie haben Wochen und zum Teil Monate Zeit, bis man bei Prostatakrebs eine Entscheidung treffen muss. Lassen Sie sich strahlentherapeutisch beraten. Es ist ja immer so, der Brotverkäufer möchte gern Brot verkaufen, der Schlachter möchte gern Fleisch verkaufen und so weiter. Und genauso ist es so, dass man da in der Situation auch eine gewisse Beeinflussung hat. Wenn Sie jetzt an eine Klinik gehen, wo man nur operiert, dann wird man anders beraten, gegebenenfalls, oder ich gebe das auch selber zu, deshalb schicke ich meine betroffenen Männer immer zu den Kollegen der Strahlentherapie, um einfach eine zweite Meinung zu hören. Genauso wünscht man sich das von der anderen Seite, dass jemand, der direkt zur Strahlentherapie geht, auch den Hinweis kriegt, lassen Sie sich mal in einer Klinik beraten, am besten am Prostatakarzinomzentrum, um da auch eine Beratung zur Operation zu erhalten. Abschließend und zum Schluss, was ist die beste OP-Methode? Da gibt es keine klare Aussage. Es gibt dieses moderne Da Vinci-System, was man auch viel von hört, liest, was wir hier auch an beiden Campi des UKSHs mittlerweile seit über 4 Jahren
in Lübeck, mehrere Jahre davor auch schon in Kiel in der Urologie, Chirurgie und Gynäkologie einsetzen. Das ist sehr, sehr gut vom System, aber es gibt immer noch Fälle, wo man auch sagt, man kann eventuell offen operieren oder wo der Druck im Bauch dem Patienten schaden würde. Also das ist auch wichtig, individuell zu entscheiden. Hier haben wir europäische, aber auch deutsche Leitlinien, wo wir mitgewirkt haben, die Entscheidungen zu fällen, was dann für den Patienten wirklich die maßgeschneidertste Option ist. Und wir sind sehr Fan von dem robotischen System, nicht nur bei der Prostata, auch beim Nieren operieren, aber es muss individuell besprochen werden. Wir haben hier Trainings zu gehabt und wie gesagt, seit einigen Jahren dieses System. Lassen Sie sich da gerne beraten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, dass Sie diesem kurzen Überblick zu Prostataerkrankung, zum Prostatakrebs und PSA-Wert zugehört haben. Wir stehen Ihnen selbstverständlich zur Beratung in den Kliniken zur Verfügung. Vertrauen Sie Ihren Urologinnen und Urologen, die haben sechsjährige Urologen-Weiterbildung hinter sich und langjährige klinische Routine danach. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, da das Vertrauen zu haben. Und ich sehe das häufig in den zweiten Meinungen. Ganz, ganz häufig ist die erste Meinung schon richtig. Unabhängig davon, eine zweite Meinung macht ja Sinn. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen, Ihren Angehörigen, Familien alles Gute und freue mich gern auf ein persönliches Kennenlernen.